Freut mich, dass du zu einem weiteren Final Fantasy VII Rebirth Guide mit am Start bist und heute zeige ich dir, wie du die Kaktor-Krawall-Missionen innerhalb der Feldforschung in der Coral-Region ganz easy abschließen kannst. Das Video ist so unterteilt, dass ich dir jetzt gerade am Anfang erstmal so ein bisschen was zeige zu deiner Ausrüstung und vor allem auch, was du vielleicht auch an Angriffsmuster so mit Aeris oder mit Yuffie an den Tag legen solltest, wie du dann bestimmte Schnellwahltasten für dich nutzt und wie du natürlich auch die Standardangriffsmuster so ausführst, dass der maximale Schaden beim Gegner gelandet wird. Außerdem siehst du dann hier immer in der Unterteilung mit den Timelinks, dass wir uns von Feldforschung zu Feldforschung arbeiten. Bedeutet, bei der ersten werden wir mit Yuffie antreten. Ich zeige dir dann, wie du den Rang Nummer 3, also den Profi-Rang, in den Standard-Herausforderungen meistern kannst und wie du dann natürlich auch anschließend das Ganze im Hard-Mode, sprich in der Missionsherausforderung dann machen kannst. Und das ist natürlich das, warum wahrscheinlich die meisten hier mit auch aufs Video geklickt haben. Trotz allem findest du alles hier im Video und wir legen als erstes mal los rund um die Ausstattung, sprich um ja die Ausrüstung und das Materia, beispielsweise bei Yuffie. Hier siehst du jetzt, ist schon relativ viel drin, das ist mir klar. Aber es kommt auch nur auf ein paar Sachen an. Das heißt, wenn du jetzt gar nicht so viele Slots hier an der Stelle hast, dann ist es nicht schlimm. Auch hier, was du jetzt als Accessoires oder so ausrüstest, ist erstmal noch gar nicht so wichtig. Als Waffe kannst du hier zum Beispiel die Adlerschwinge mit reinnehmen. Die hat jetzt zum Beispiel 104 Punkte im Bereich der physischen Attacke. Du kannst aber auch hier die Doppelviper nehmen, auf was du da im Endeffekt Lust hast. Später bei der Herausforderung, um die Missionsherausforderung, sprich dem Hard-Mode, dann wenn es richtig zur Sache geht, dann solltest du im Bereich der Accessoires auf jeden Fall die Flügelschuhe anziehen. Die wiederum, die bekommst du innerhalb vom Kapitel Nummer 8, wenn du im Gold Saucer das Chocobo-Rennen, also weitere Minigames, auf die Goldstufe bringst. Da musst du wirklich alles gewonnen haben. Dann bekommst du hier die Flügelschuhe und die lösen bei Kampfbeginn Hast aus und dadurch bekommst du ATB-Boost schneller geladen. Das ist nochmal ein mega Vorteil. Im Bereich von Materia, wie gesagt, es ist jetzt gar nicht so wichtig, dass du das hier alles dabei hast, aber auf was du achten solltest, das ist zum Beispiel so etwas wie Erstschlag, das sollte unbedingt dabei sein, dadurch hast du direkt bei Kampfbeginn schon mal eine geladene oder sehr hochgeladene ATB-Leiste, je nachdem auf welcher Stufe du das Ganze hast. Du kannst natürlich sowas reinnehmen wie den Glücksboost. Was du als Esper nimmst, ist nicht so wichtig. Schau da, dass du vielleicht eher auf den physischen Schaden gehst. Sowas wie Kraft kannst du hier mit reinnehmen, das schadet nicht. Dann Abwehr oder Zeit hier, das ist alles Quatsch, das brauchst du nicht. Da habe ich nur ein bisschen was ausprobiert, wollte wissen, ob das irgendwelche Effekte hat, aber das hat keine. Geschwindigkeit kannst du hier mit reinnehmen, definitiv. Das kannst du auch später bei Aeris noch mit reinnehmen in dein Bild. Ausdauer und so, aber das ist hier alles gar nicht so sehr wichtig. Wichtiger ist dann hier, dass du im Bereich von Yuffie zumindest mal in den Kampfeinstellungen dir darüber im Klaren bist, dass du zum Beispiel Wirbelsturm hier auf die Schnellwahltaste L1 und Viereck legst und du könntest dann auch hier hingehen, das wirst du später gleich sehen, wenn wir den Run im Einzelnen dann durchgehen, dann kannst du dir hier beispielsweise auch noch aus heiterem Himmel mit auf L1 und X oder so legen. Dann kannst du das viel, viel schneller nochmal ausführen und musst nicht erst ins Taktikmenü. Bei Aeris sieht das im Prinzip jetzt gleich ganz ähnlich aus. Auch hier schauen wir uns natürlich erstmal wieder die Ausrüstung an. Und hier siehst du jetzt Beispiel, als Waffe haben wir etwas genommen, was natürlich einen hohen magischen Schaden jetzt bei den Gegnern verursacht. Denn das ist das, was wir gleich da erzielen werden. Aber du siehst auch hier, ich habe nicht den höchsten magischen Schaden, weil ich mich einfach ein bisschen ausprobieren wollte. Wir hätten natürlich hier auch den Prismenstab nehmen können, der hat 170 Punkte oder Stab der Weisheit. Schau da einfach, was für dich passt. Und dann wird das auf jeden Fall für dich auch relativ easy funktionieren. Nimm einfach was, was relativ hohen physischen Schaden mit sich bringt. Dann auch hier nochmal als Info, wenn du später bei der Missionsherausforderung bist, sprich bei den wirklich harten und knackigen Kämpfen, dann nimmst du natürlich hier auch wieder ja, die Schuhe, die wir gerade eben schon mal gesehen haben. Wir schauen mal kurz, wo sich das Ganze befindet. Das müsste irgendwo hier unten sein. Hier sind sie, die Flügelschuhe. Auch hier, das nimmst du dann, wenn du wirklich später in den Missionsherausforderungen bist. Da brauchst du das, da ist das wirklich das A und O. Wenn du natürlich auch die Profi-Herausforderung später erst abschließen willst und dann schon die Schuhe hast, dann bringt dir das nochmal einen zusätzlichen Benefit und dann kannst du das natürlich auch gerne damit reinnehmen. Hier als Materia siehst du jetzt, ich habe Glut damit drin, macht überhaupt keinen Sinn, auch hier Elementaraffinität.
Bringt dir überhaupt nichts. Ich habe es einfach mal reingemacht. Was aber was bringen könnte, ist zum Beispiel hier Automagie. Denn auf der Stufe 2 bringt dir das zumindest mal plus 2% in der Magie. In einem der letzten Videos hat mich mal irgendjemand gefragt oder über die Kommentare ja was erwähnt und hat gemeint, ey Mensch, das bringt doch gar nichts. Du hast das verknüpft mit nix. Und doch, das bringt schon was. Denn das bringt plus 2% zusätzlich Magie. Auch wenn das jetzt hier zum Beispiel so verknüpft ist. Aber es hat nichts zu tun mit dem automatischen Einsatz von Magie an der Stelle. Ja, dann Chocobo Mockery habe ich jetzt einfach hier mal mit reingenommen. Dann Feindtechnik, das erhöht natürlich nochmal viele andere Stats. ATB-Boost bringt dir gar nichts, brauchst du nicht mitnehmen. Erstschlag super wichtig für den Anfang, damit du eine geladene ATB-Leiste hast. Das Ganze am besten auf Stufe 3. Glücksboost einfach mal so zum Probieren und Magieboost ist nicht wichtig. Auch hier unten, da musst du nicht großartig drauf schauen. Was aber hier bei Aeris natürlich wiederum wichtig ist, das sind so Sachen in den Kampfeinstellungen. Und da sehen wir auch hier, haben wir uns auf die Kurzbefehle zum Beispiel hier Macht der Unschuld gelegt. Das ist etwas, was wir sehr, sehr häufig einsetzen werden. Und außerdem kannst du dann hier auch noch den heiligen Fokus mit auf eine Schnellwahltaste legen. Wirst du sehen, werden wir auch ziemlich häufig anwenden. Bei den Standardangriffen von Yuffie ist es jetzt so, dass du zum Beispiel so ein Ninjutsu auch immer mal wieder in die Gegner reinschicken kannst. Und wenn er da dort gelandet ist, dann kannst du natürlich hier auch mit Viereck gedrückt halten, kannst in die Gegner hineinhechten. Das kannst du natürlich für dich verwenden, so kannst du relativ schnell auch zum Gegner kommen. Du kannst natürlich auch hingehen, kannst einfach das Ninjutsu in den Gegner hineinjagen und kannst dann hier aus sicherer Distanz noch ein paar Punches mit Viereck machen und dadurch ziehst du trotzdem weiterhin einen Haufen Schaden. Das Ganze ist jetzt hier nur eine kleine Demonstration, damit du natürlich siehst, was wir hier jetzt im Endeffekt gleich im Detail anwenden werden. Aber das sind so Details, da solltest du definitiv drauf achten. Mit geladenen ATB-Leisten ist dann immer super wichtig, dass du zum Beispiel Multiplizierung mit reinnimmst. Dadurch werden wir jetzt Yuffie verdoppeln und werden damit natürlich auch mit unserem Ninjutsu wiederum doppelten Schaden beim Gegner wirken können. Das ist natürlich schon richtig heftig und bringt uns auch entsprechende Vorteile, um relativ gut durch die Runden zu kommen. Außerdem ist es dann immer sehr wichtig, auch Flächeneffekte hier mit reinzunehmen, wie zum Beispiel so etwas wie den Wirbelsturm. Das haben wir uns auf die Schnellwahltasten gelegt. Das können wir also jetzt hier beispielsweise mit L1 und Viereck auswählen. So siehst du, gibt es wirklich einen guten Flächeneffekt, der die Gegner auch schnell zusammenzieht. Und außerdem können wir natürlich auch hingehen, wo sind jetzt hier ein paar Gegner, da ist noch eine, und können natürlich jetzt auch hier zum Beispiel auf L1 und X können wir jetzt beispielsweise hier auch nochmal ja, einen weiteren aus dem Himmelangriff, aus heiterem Himmelangriff machen. Und das Gute ist, falls du mal am Boden liegen solltest, wenn du jetzt zum Beispiel hier mit einer Bombe getroffen wurdest, dann kannst du aus heiterem Himmel aber trotzdem auch anwenden und kannst damit natürlich auch relativ schnell wiederum rauskommen. Wir machen das jetzt mal kurz, lassen uns hier von der Bombe treffen, können jetzt hier aus heiterem Himmel direkt starten und sind dadurch einfach mal nicht so lange gestunt. Bei Aeris ist jetzt super wichtig zu wissen, dass auch sie so ein paar spezielle Angriffsmuster hat. Und so kannst du natürlich mit Viereck, wenn du das die ganze Zeit drückst, einfach so ein paar kleinere Energiekugeln auf die Gegner feuern. Und das Ganze bringt natürlich nur ein bisschen Schaden. Wir können natürlich auch mit beispielsweise L2 uns einen Anti-Helligkeits-Magiekreis holen. Und dadurch werden die ganzen Angriffe hier schon mal weiter noch ein bisschen verbessert. Und wir können natürlich direkt schon viel mehr Schaden anrichten. Umgedreht, wenn jetzt zum Beispiel hier ein Elementarwechsel bei den Kaktoren stattfindet, dann kannst du natürlich auch einen Anti-Dunkelheitsmagiekreis hervorrufen und das hat den gleichen bzw. ähnlichen Effekt. Dann musst du aufpassen, neben diesen Standardangriffen per Viereck hat aber Aeris auch noch einen geheimen Angriff. Und zwar, wenn du Viereck gedrückt hältst, dann lädt sich im Prinzip unten unser Balken auf. Und wenn wir das Ganze dann loslassen, dann werden wir quasi ja hier nochmal so, ja, mit so einer kleinen, ja, Explosion zum Gegner geschleudert und das Ganze richtet dann einfach nochmal viel mehr Schaden an. Außerdem, wenn wir hier in so einem Magiekreis stehen, dann können wir auch hingehen und können zusätzlich noch den Sturm aktivieren. Ich zeige dir das nochmal ganz kurz. Wir stehen jetzt hier in einem Magiekreis, halten Viereck gedrückt, jetzt wird Sturm aufgeladen und zack, das Ganze macht natürlich ordentlich Damage beim Gegner. Und das ist vor allem bei den größeren Kaktoren so ein bisschen auch ein Geheimrezept. Außerdem siehst du dann hier, können sich beispielsweise auch so Gegner so einen Schild verpassen. Wenn du dann jetzt hingehst und zauberst hier einfach mal so ein paar Kugeln auf ihn, dann ist das völlig wirkungslos. Du gehst dann in dem Moment aus dem Magiekreis raus, hältst Viereck gedrückt und dann ja, teleportiert sich sozusagen Aeris automatisch zum Gegner und kann den Energieschild durchstoßen und dadurch hast du relativ schnell die Gegner auch down.
Außerdem haben wir uns natürlich auf die Schnellwahltasten hier auch ein bisschen was gelegt. Macht der Unschuld. Dadurch können wir hier auch nochmal so einen Flächeneffekt herbeiführen. Das ist sehr gut. Und außerdem gibt es natürlich auch hier noch den heiligen Fokus. Und wenn wir den aktivieren, dann gibt es unten rechts neben der ATB-Leiste von Aris nochmal so einen zusätzlichen kleinen Kreis und der führt jetzt gleich dazu, dass wenn wir uns im Prinzip diesen heiligen Fokus weiter aufgeladen haben, dass wir dann einen ganz speziellen Effekt machen können. Und da gibt es zwei Stufen. Erstmal zeige ich dir hier nochmal, jetzt hier einfach mal aufgeladen unseren normalen Angriff. Wir können jetzt hier das Ganze wieder auswirken und haben dadurch ordentlich Schaden beim Gegner verursacht. Außerdem holen wir uns nochmal einen Magiekreis, können auch hier, ups, wir gehen mal kurz weg, weil ansonsten stunt uns das relativ lang. Hat jetzt nicht ganz geklappt. Aber auch hier im Magiekreis einfach vier gedrückt halten, Sturm wird aktiv, zack, das Ganze wieder in den Gegner geschleudert und hätte er jetzt getroffen, hätte das auch wieder ordentlich Schaden beim Gegner verursacht. Jetzt gibt es hier nochmal den K.O.-Schlag und dann zeige ich dir, bevor die Zeit abläuft, hier natürlich auch noch den heiligen Fokus und das macht halt ordentlich Schaden bei den Gegnern und all diese Angriffsmuster, die führen jetzt dazu, dass Aris auf jeden Fall die Möglichkeit hat, die Herausforderungen gleich zu bestehen. Kaktor-Krawall 1 bei der Feldforschung Nummer 1, Wächter des Schatzes in der Coral-Region, werden wir mit Yuffie antreten müssen. Und hier siehst du jetzt mal den Bild, so wie er ausschaut, wenn du das Ganze später im Hard-Mode angehen kannst. Da werden wir dann beispielsweise hier auch die Flügelschuhe ausrüsten, denn das löst direkt zu Kampfbeginn dann auch Hast aus, wodurch die ATB-Leisten natürlich schneller geladen werden. Und wenn du das ganz am Anfang hier während deinem ersten Aufenthalt in der Coral-Region antrittst, dann hast du natürlich nicht die Möglichkeit, dich hier so auszustatten. Aber das ein oder andere Materia kannst du hier auf jeden Fall schon mitnehmen und ich empfehle dir auf jeden Fall hier direkt am Anfang auch den Erstschlag immer dabei zu haben. Ansonsten kannst du diesen Bild, wie ich ihn dir hier gerade gezeigt habe, dann später für den Hard-Mode nehmen, beziehungsweise auch in dem Normal-Modus, wenn du das Ganze hier auf Profi spielen willst. Ja, und wir gehen das Ganze jetzt hier erstmal im normalen Modus an und hier siehst du jetzt natürlich erstmal ein paar kleine Standard-Kaktoren und da müssen wir relativ easy einfach nur reinhechten. Du siehst, wir wirken jetzt hier immer wieder den Wirbelsturm und Wirbelsturm habe ich jetzt hier in dem Fall auch natürlich auf die Schnellwahltasten gelegt. Das würde ich dir empfehlen, in den Kampfeinstellungen vor Kampfbeginn natürlich auch zu machen. Du siehst, auf L1 und Viereck können wir dann hier immer wieder Wirbelsturm wirken und so bist du eigentlich hier in dem normalen Missionsmodus, also ganz am Anfang, wenn du wie gesagt das erste Mal hier in der Coral-Region bist und dir dann die Protosubstanz hier über die Feldforschung holen willst, da bist du eigentlich schon relativ gut zugange, wenn du mit Yuffie da so reinstartest. Du wirst schnell die ATB-Leisten geladen haben, sie ist ja sowieso ein Char, bei dem das relativ schnell geht. Natürlich, wie gesagt, ich habe jetzt hier Hast, aber du wirst auch gleich sehen, dass noch genügend Zeit am Ende übrig ist. Und du musst dir jetzt hier noch gar nicht so viele Gedanken machen. Du siehst, immer wieder wirken wir hier den Wirbelsturm, beziehungsweise die Fertigkeit Wirbelsturm wird immer wieder ausgelöst. Und das ist halt super wichtig, dass du das auf jeden Fall natürlich hier direkt am Anfang auch machen kannst. Ansonsten, wie gesagt, einfach halt schauen, dass du dich vom Materia ein bisschen so ausstattest, dass du vielleicht auch zum Beispiel ja, Dinge mit reinnimmst, die dich irgendwo natürlich auch weiter in deiner Ausdauer oder in der Geschwindigkeit auch boosten. Das sind so Sachen, die kannst du mit reinnehmen, musst du aber nicht unbedingt. Zumindest nicht dann, wenn du hier ganz am Anfang unterwegs bist und vor allem natürlich noch nicht diese Anzahl der Slots hast innerhalb ja, der Rüstung oder der Waffen von Yuffie. Du siehst, es ist immer wieder das Gleiche. Es sind Standardangriffe. Wir schleudern im Prinzip hier erstmal unsere Waffe mit Dreieck in die Gegner, hechten dann als nächstes natürlich per Einsammeln auch wieder zu den Gegnern hin oder machen den ganz normalen Angriff, also den Standardangriff. Und auch wenn diese Kaktoren jetzt hier so ein paar kleine Bömmchen davon sich werfen, es ist nicht so wild, da musst du dir nicht so viel Gedanken machen. Du bist mit Yuffie wirklich super schnell unterwegs und kannst das relativ easy hinbekommen. Du siehst, wir sind jetzt hier schon bei 2900 Punkten gewesen, 3000 und haben noch über eine Minute Zeit übrig. Im Missionsmodus, sprich im Hard-Mode rund um die Feldforschung Nummer 1 in der Coral-Region, ist das Vorgehen jetzt im Prinzip kein anderes. Es sind nur ein bisschen härtere Gegner. Wir starten in die Runde hinein und werfen hier direkt erstmal den Wirbelsturm an, sprich L1 und Viereck. Das haben wir uns hier auf die Schnellwahltasten gelegt, um schon mal eine ganze Menge von den Kaktoren hier herauszunehmen. Der große goldene Kaktor, der jetzt hier den K.O.-Schlag ansetzt, den werden wir jetzt hier mit der Aktion aus heiterem Himmel noch ein bisschen bearbeiten. Du siehst, er ist jetzt hier in Anführungsstrichen im Schockzustand. Und jetzt gehen wir einfach die ganze Zeit drauf, laden weiter natürlich ATB-Leisten und wenden hier auch immer wieder aus heiterem Himmel an, sodass wir ihn natürlich so schnell wie möglich
möglich hier auch wirklich gekillt bekommen. Die Geschwindigkeit jetzt hier von der Session oder von ja, dieser Runde ist jetzt hier nur auf 80%, damit ich dir das natürlich wirklich ausführlich auch zeigen kann. Und du siehst im Prinzip, im Endeffekt ist das Vorgehen kein anderes. Durch natürlich unsere Schuhe, die wir jetzt anhaben, haben wir auch immer direkt hier Hast aktiviert. Wir haben jetzt hier noch zum Beispiel die Multiplikation angesetzt. Das bedeutet, wir haben jetzt gleich zwei Yuffies hier noch mit im Match. Das bedeutet auch gerade, wenn wir natürlich unseren Ninjutsu auf den Gegner schießen, dann wirkt das Ganze auch doppelt an der Stelle. Hier so K.O.-Schlägen natürlich immer wieder, so gut es geht, aus dem Weg gehen, damit du dann da nicht irgendwie erstmal für eine gewisse Zeit gestunt wirst. Und ansonsten hier auch weiter einfach mit Wirbelsturm oder aus heiterem Himmel reingehen. Das sind somit die effektivsten Angriffe, die du rund um Yuffie innerhalb der einzelnen Herausforderungen hier ansetzen kannst. Dann hier in die Gegnergruppe reinlaufen, auch hier wieder Wirbelsturm auslösen. Das ist ein ziemlich großer Flächeneffekt und du siehst, damit ist auch hier diese Welle aufs Angriffsgegnern erstmal beseitigt worden. Und du darfst wirklich nicht warten, bis die Wellen zu dir kommen, sondern du gehst am besten hin, gehst direkt rein, löst dann hier mit geladenem ATB-Boost immer wieder den Wirbelsturm aus und so kriegst du das relativ schnell hin. Hier, wie gesagt, so schnell wie es geht natürlich diesen K.O.-Schlägen hier ausweichen, um dann anschließend hier wieder aus heiterem Himmel auf die Gegner zu setzen und dann bekommst du das, denke ich mal, relativ easy hin. Generell muss man natürlich auch sagen, dass die Matches mit Yuffie eher leicht sind. Du solltest auch aufpassen, dass du natürlich so wenig Treffer wie möglich abbekommst, denn das kann sich vor allem natürlich auch in der Gesamtpunktzahl später relativ hart bemerkbar machen. Je mehr Schläge du kassierst, desto mehr Punkte bekommst du abgezogen. Ich glaube, pro Treffer sind es irgendwie 40 Punkte. Und das ist natürlich fatal, wenn du dann am Ende vielleicht dastehst und dir fehlen vielleicht noch 20 Punkte, damit du dann die 6000 erreicht hast. Das kann manchmal echt eine ziemlich knappe Geschichte sein, wobei in den Herausforderungen mit Yuffie ist das noch relativ easy. Auch hier siehst du wieder eine Gruppe, wir gehen direkt rein, holen uns mit Wirbelsturm hier unsere Punkte, holen vor allem noch ein paar Bonuszeiten ab, damit wir natürlich hier weiter im Match vorankommen. Und auch hier direkt wieder den Wirbelsturm hinein. Und da siehst du, was hier auf dem Bildschirm abgeht. Das ist dann wirklich nicht mehr normal. Aber so bekommst du das relativ easy hin. Du hast jetzt eine Minute 40 noch Zeit. Wir haben aber schon die Hälfte der Punkte. Und so kommst du jetzt eigentlich relativ gut hier durch. Also ich muss wirklich nochmal sagen, so die Herausforderungen rund um Yuffie, die waren jetzt doch eher die leichteren Challenges hier innerhalb dieser ganzen Kaktor-Krawall-Geschichte. Mit Eris, dadurch, dass sie halt ein bisschen weniger beweglich ist und dann halt vor allem natürlich auch, wenn sie getroffen ist, relativ lang am Boden liegt, war das doch schon etwas schwieriger. Aber zu den Runden kommen wir ja gleich noch. Ansonsten, wie gesagt, jetzt hier die ganze Zeit weiter reingehen, wenn ATB-Leisten geladen sind. Du kannst dir jetzt zum Beispiel hier überlegen, hebe ich mir zum Beispiel hier nochmal eine ATB-Leiste mit auf, wenn die nächste, ja, der nächste große Schub an Kaktoren kommt, sodass du dann natürlich da auch wieder einen Flächeneffekt auf die Gegner erzielen kannst. Oder schickst du jetzt hier einfach alles drauf, damit du natürlich vor allem die großen Gegner relativ schnell durch bist. Wenn die mal am Boden liegen, dann sind die natürlich auch entsprechend anfällig für diese ganzen Geschichten. Hier kommen jetzt nochmal vier Zeitkaktoren. Das ist natürlich immer ganz cool. Da müssen wir nicht viel machen. Müssen wir uns einfach nur unsere Bonuszeit abholen. Und du siehst, der Timer ist auf 2 Minuten jetzt und wir haben noch 4000 Punkte. Hier war jetzt der Wirbelsturm ein bisschen fail, denn wir haben natürlich jetzt hier keine Gegner gerade eben bekommen. Aber ist nicht so schlimm, wenn das mal passieren sollte. Du, wie gesagt, mit Yuffie wirst du das relativ easy hinbekommen. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und hier geht jetzt wieder ordentlich was ab. Und ja, das ist wirklich schon der Wahnsinn, was wir mit Yuffie da anrichten können. Ja, und damit haben wir im Prinzip jetzt so noch ein paar Runden hier vor uns. Die Zeit ist absolut auf unserer Seite, da brauchst du dir gar nicht zu viele Gedanken machen. Natürlich immer aufpassen, hier kommt jetzt wieder ein K.O.-Schlag von dem Goldenen und auch das Gigabeben hier jetzt von dem Großen. Da natürlich versuchen, immer so weit wie möglich wegzukommen von dem Ganzen. Manchmal kannst du dich auch mit der ein oder anderen Fertigkeit, wie jetzt zum Beispiel aus heiterem Himmel oder mit einem Wirbelsturm, vor diesem Schlag der Gegner dann auch schützen, sodass dich das gar nicht erst trifft. Da musst du aber vom Timing her das schon ein bisschen herausgefunden haben, dass das natürlich dann später auch wirklich passt. Ja, jetzt sind wir hier gleich bei den 5000 Punkten, haben noch 1,5 Minuten. Das passt auf jeden Fall. Wenn du da im Rahmen von der Zeit ungefähr auch an der Stelle da so bist, dann sollte das kein Problem sein. Haben jetzt hier 40 Punkte wieder abgezogen bekommen, also doch nicht so schnell an der Stelle bei den 5000. Aber mach dir keine Gedanken, das reicht trotzdem aus. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen was auf die Mütze bekommen, wie gesagt,
Das ist natürlich, manchmal kann es echt schon eng sein, wenn du überlegst, wir haben jetzt, glaube ich, 3-4 Treffer bekommen. Das heißt, so 120, 160 Punkte haben wir abgezogen bekommen schon. Und das kann am Ende dann wirklich ausschlaggebend sein für die Gesamtpunktzahl. Von daher sollte man das gar nicht so unterschätzen. Hier jetzt wieder ein bisschen Abstand nehmen, der will einen K.O.-Schlag machen. Ja, wir haben ihn vorher noch platt bekommen und so konnte er seinen Angriff bei uns gar nicht erst setzen. Also, beziehungsweise wir haben ihn zumindest mal so weit bearbeitet, dass er da direkt umgefallen ist. Ja, jetzt hier einfach nochmal ein paar Schläge in den Gegner hinein. Du siehst 5840 Punkte, der letzte müsste noch was um die 500 bringen. Und dann haben wir da auch den letzten Gegner, haben noch knapp eine Minute und sind damit hier in der Feldforschung bei der Missionsherausforderung auch durch. Damit kommen wir auch schon zur Feldforschung Nummer 2 und hier müssen wir mit Eris innerhalb der Kaktor-Krawall-Herausforderung antreten. Wir schauen uns auch hier erstmal grob die Ausrüstung an. Du wirst später für den Hard-Mode dann auch hier wieder die Flügelschuhe einsetzen. Aber ansonsten jetzt hier für den ersten Run ist das noch nicht wichtig, da wirst du das auch noch nicht haben. Es ist auch noch nicht wichtig, hier alles mit Materia so auszustatten. Das ist wirklich jetzt nur für den Hard-Mode. Aber Erstschlag ist so etwas, das du definitiv dabei haben solltest. Und ansonsten guck einfach, dass du von den Waffenfertigkeiten und auch von dem Materia, was du vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon hast, einfach so ein bisschen auf Magie gehst. Wenn du das ein oder andere Magiepünktchen da mehr im Petto hast, dann ist es auf jeden Fall gut. Auf L1 und Viereck legst du dir auf die Schnellwahltasten Macht der Unschuld und auf L1 und X Heiliger Fokus. Da wirst du gleich sehen, damit wirst du ziemlich viel Schaden anrichten können. Damit springen wir in den normalen Modus und spielen das Ganze natürlich hier auf Profi. Wir brauchen 2500 Punkte und hier begegnen uns erstmal so ein paar Standardkaktoren und hier bist du am besten dran, wenn du einfach mit Viereck so ein paar normale Hits machst, ohne irgendeinen Dunkelheits- oder Helligkeitsmagiekreis aufzurufen, denn das macht am meisten Schaden bei den grünen Kaktoren. Hier jetzt bei diesen hell leuchtenden, da holst du dir einen Anti-Helligkeitsmagiekreis mit L2 und du hast gesehen, wir haben gerade eben über L1 und X uns noch den heiligen Fokus geholt. Das ist etwas, das siehst du jetzt unten an der ATB-Leiste von Eris. Da gab es jetzt so ein Zusatzsymbol, was momentan eine kleine 1 anzeigt. Und das bedeutet, du kannst später so ein paar richtig heftige Attacken auf die Gegner machen. Das wirst du gleich sehen. Außerdem siehst du hier an der Stelle auch, dass ich immer wieder über L1 und Viereck Macht der Unschuld natürlich ausführe. Das bedeutet, da haben wir relativ schnell die Gegner dann auch besiegt. Hier jetzt wieder grüne Kaktoren, einfach ganz normale physische Attacken. Und jetzt haben wir uns natürlich gerade eben über den heiligen Fokus hier ordentlich was aufgebaut. Und das Ganze aktivieren wir jetzt mit L1 und X. Das wird automatisch auf der Stufe 2 gewirkt. Man hat es jetzt nicht genau gesehen, aber der große Kaktor, der ist direkt verschwunden, weil er einfach so richtig heftigen Schaden bekommen hat. Hier haben wir jetzt sowohl helle als auch dunkle Kaktoren, die wir ja als Gegner hier antreffen und da rufst du dir jetzt entweder erstmal einen Dunkelheitsmagiekreis oder einen Helligkeitsmagiekreis auf und bearbeitest dann entsprechend die Gegner. Innerhalb dieses Magiekreises natürlich auch immer wieder Macht der Unschuld wirken, sobald eine ATB-Leiste geladen ist und auch nicht vergessen, geh einfach auch hin und lad dir zum Beispiel über L1 und X hier nochmal den heiligen Fokus auf. Du siehst, jetzt unten haben wir wieder eine kleine 1, um die 1 herum bildet sich so ein Ring, damit wir die Stufe 2 auch noch freischalten können. Und so wirst du dann relativ schnell natürlich auch wieder eine zusätzliche Attacke haben über diesen heiligen Fokus, der dir natürlich wahnsinnig was nützt, wenn du dann wieder diese großen Kaktoren als Gegner hast. Das ist auf jeden Fall richtig heftig. ATB-Leiste geladen, L1 und Viereck, um wieder Macht der Unschuld auszuführen. Und so bekommst du dann auch relativ gut hier ja diese bombenwerfenden Kaktoren, diese Magikaktoren, die bekommst du dann auch relativ easy down. Da kann es manchmal ein bisschen tricky sein, je nachdem wie diese Bomben da auch fallen, da kannst du ein bisschen Schaden abbekommen. Hier natürlich wieder ein paar Zeitkaktoren. Wir beamen uns beispielsweise auch mal zu so Gegnern, das kannst du machen, indem du Viereck gedrückt hältst. Da musst du aber aufpassen, das funktioniert nur so lange, wie du außerhalb von einem der heiligen Magiekreise bist. So, und jetzt hier haben wir leider den heiligen Fokus auf einen der kleinen Kaktoren verschwendet. Das war natürlich richtig, ja richtig blöd an der Stelle eigentlich. Aber du wirst sehen, es reicht trotzdem, wir werden trotzdem die Punkte hinbekommen, denn wir werden jetzt hier zumindest auch mit Macht der Unschuld oder aber mit den Standardangriffen die Gegner relativ schnell down bekommen. Und so wirst du im Normalmodus relativ schnell auf deine Punkte kommen und wirst da auch den Profi-Rang erreichen. In
dem Missionsmodus müssen wir natürlich alles, was wir jetzt gerade eben gelernt haben, auch anwenden. Und du siehst, wir haben hier 6380 Punkte hinbekommen. Wir sehen jetzt hier drei Lichtkaktoren. Wir rufen uns aber einen Dunkelheitsmagiekreis auf, denn es gibt jetzt gleich einen Elementarwechsel. Hier machen wir jetzt erstmal Macht der Unschuld. Da haben wir schon mal zwei aus dem Match genommen. Und dann ist es auch so, Eris kann nicht nur über Viereck diese Standardangriffe wirken, sondern sie kann auch Sturm auslösen. Das bedeutet, da musst du einfach nur Viereck gedrückt halten und dadurch hast du einfach nochmal eine heftigere Attacke als diese ganz normalen Standardattacken. Das wird uns gleich noch super behilflich sein, das wirst du sehen. Ansonsten jetzt hier hast du gesehen, wir haben uns den Fokus wieder aufgeladen, sprich L1 und X haben wir gedrückt, das haben wir auf die Schnellwahltasten gelegt und ansonsten gehen wir jetzt einfach hin und gehen hier mit Standardattacken auf die Gegner, denn wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir hier natürlich keine ATB verschwenden. Da hinten gibt es jetzt auch schon die nächsten Gegner, die da auf uns zukommen. Hier gibt es wieder einen von den großen Kaktoren und dieser goldene Kaktor, den lassen wir jetzt einfach umfallen. Und jetzt warten wir hier unten, bis sich sozusagen der heilige Fokus auf die Stufe 2 verbessert hat. Und jetzt können wir das Ganze gegenüber dem goldenen Kaktor wirken. Können jetzt hier zum Beispiel auch nochmal Sturm in ihn hereinschicken, bedeutet also Viereck gedrückt halten, um da wirklich einen maximalen Damage beim Gegner mit einem Standardangriff zu erzielen. Und so kommst du relativ schnell da auch gerade am Anfang durch die Gegner. Hier musst du aufpassen, die schleudern so kleine Energiekugeln auf dich. Das kann schon ziemlich nervig sein, vor allem Eris, die fällt halt wirklich dann hin und du musst immer mal ein bisschen schauen, du siehst, ich mache meistens so 2-3 Angriffe, weiche dann wieder aus. 2-3 Angriffe, weiche dann wieder aus. So laden wir halt einfach die ATB-Leiste und umgehen im Endeffekt natürlich irgendwelchen Schaden beziehungsweise auch dem Effekt, dass wir dann irgendwann mal gestunt werden beziehungsweise kurzzeitig außer Gefecht sind. Hier ist natürlich dann immer die Überlegung, wechseln wir jetzt den Magiekreis, denn das sind jetzt natürlich hier Lichtkaktoren. Da können wir drauf eingehen. Manchmal ist es nicht ganz so sinnvoll, denn dann gibt es wieder den Elementarwechsel und dann hast du eigentlich relativ umsonst das Ganze gewechselt, aber das ist nicht so schlimm. Ja, ansonsten jetzt hier natürlich auch erstmal ein paar Standardangriffe. Du hast gesehen, wir haben den heiligen Fokus wieder mit reingenommen, bedeutet, wir haben uns natürlich da nochmal ein gewisses Backup reingeholt, falls wir das später mal ausführen wollen. Und ansonsten, wenn du nur noch so 1-2 übrig hast, dann würde ich dir nicht empfehlen, eine ATB-Leiste dafür zu verschwenden. Hier haben wir natürlich jetzt direkt, ja, Magie Kaktorius gleich 2 Stück. Das bedeutet, hier gibt es jetzt Gigabeben, da schnell mal ausweichen. Da gibt es den K.O.-Schlag, also da musst du wirklich alles im Blick halten. Und ja, jetzt haben wir im Prinzip hier auch schon wieder die zweite Stufe aufgeladen von unserem heiligen Fokus. Den verschwenden wir jetzt hier an der Stelle aber nicht, denn die sind relativ easy down zu bekommen. Vor allem, wenn du hier nochmal den ein oder anderen Sturmangriff machst. Bedeutet also Viereck gedrückt halten, bis Sturm geladen ist. Das hast du jetzt hier gesehen. Das Ganze loslassen und dann gibt es einfach richtig heftigen Schaden beim Gegner. Und gerade diese Standardkaktoren, auch die größeren, die hast du damit schnell außer Gefecht gesetzt. Hier gibt es jetzt einen Elementarwechsel. Bedeutet, wir holen uns hier den Anti-Dunkelheits-Magiekreis und wirken dann hier einfach wieder ein bisschen, ja, von den Standardattacken, die wir natürlich haben. Und so hast du die Gegner dann auch relativ schnell down. Immer wieder Macht der Unschuld mit reinnehmen. Das hilft auf jeden Fall. Und wenn du mal so einen Gegner hast, der die ganze Zeit irgendwie wegrennt und du hast das Gefühl, da landet irgendwie keine von deinen Magiekugeln so wirklich beim Gegner, dann geh lieber hin und wechsel einfach mal kurz den Gegner, den du anvisiert hast. Das kann dann manchmal wirklich schon irgendwo noch ein bisschen Zeit, ja, dir sparen. Also da musst du einfach schauen, dass du, wie jetzt hier zum Beispiel der Dude, der läuft die ganze Zeit weg, aber es war halt jetzt der Letzte, der hier übrig geblieben ist und deshalb, naja, konnten wir da nicht irgendwie nochmal switchen. Hier nochmal ein paar Zeitkaktoren, das ist natürlich mega geil. Wenn du hier ungefähr bei einer Minute bist, wenn die Zeitkaktoren auftauchen, dann ist das natürlich umso geiler. Hier jetzt kurz warten, bis die bei dir in dem Magiekreis angekommen sind, dann einfach wieder Macht der Unschuld wirken. Dann kannst du da im Anschluss natürlich auch hier wieder den Magiekreis wechseln, wenn du willst. Musst du aber nicht, denn das macht jetzt sowohl im, ja, im Dunkelheits- als auch im Helligkeitsmagiekreis, wenn du Macht der Unschuld wirkst, macht das auf jeden Fall genug Schaden, um die Gegner zu beseitigen. Hier habe ich jetzt versucht, irgendwie den goldenen Kaktor dazu zu bringen, dass er am besten hier den K.O.-Schlag macht, dass er da ein bisschen umfällt, aber das wollte er jetzt nicht so richtig. Und da musst du manchmal schauen. Hier haben wir jetzt nochmal ein paar auf die Mütze bekommen. Aufpassen, das kostet uns natürlich immer wieder Punkte. Ja, jetzt hier einfach mal so ein Flächenangriff mit Macht der Unschuld. Und jetzt endlich macht er den K.O.-Schlag und dann können wir nämlich jetzt hier gleich den heiligen Fokus ausführen
und haben damit natürlich dann auch hier den Gegner gleich down. Hier siehst du, ich gehe kurz über das Taktikmenü. Wir hätten das natürlich auch über die Schnellwahltasten machen können. Und du hast vielleicht gesehen, kurz zuvor habe ich nochmal einen aufgeladenen Viereckangriff, sprich nochmal einen Sturmangriff in ihn hineingesteckt, sodass er da natürlich maximalen Schaden mitbekommt. Also von daher, es ist super wichtig, die Angriffsmuster bei Aeris so ein bisschen zu studieren, ein bisschen zu kennen. Hier siehst du, jetzt gab es nochmal so ein paar Bodenangriffe, nochmal ein paar Magiekugeln. Das ist natürlich richtig heftig, wenn die dich treffen. Du liegst lange am Boden. Ja, und hier sind wir jetzt im Prinzip schon bei 6060 Punkten. Und was du jetzt machen könntest, du könntest natürlich jetzt versuchen, irgendwie vor denen abzuhauen. Weil du siehst, jetzt habe ich einen auf den Deckel bekommen. Wir haben wieder 40 Punkte abgezogen bekommen. Und ich hatte das tatsächlich auch schon so gehabt, dass ich jetzt hier eigentlich das Gefühl hatte, oh, wir haben ja genug Punkte, es kann nichts mehr schief gehen. Dann habe ich hier nochmal ein paar Treffer abbekommen von den Gegnern, wie jetzt hier zum Beispiel. Und dann hat es am Ende dann doch nicht gereicht. Deshalb, da musst du echt aufpassen. Am besten hier natürlich auch nochmal alles rausfeuern, was geht. Und wenn dann irgendwie am Ende noch ein Gegner übrig bleibt und die Zeit abgelaufen ist, dann ist es nicht schlimm. Hier ist es jetzt nicht so gewesen. Wir hatten noch eine Sekunde. Aber Hauptsache, du hast dann die maximalen Punkte an der Stelle erreicht. In der Feldforschung Nummer 3, Wettstreit mit Wirrungen, sind wir mit Yuffie am Start. Und hier müssen wir eigentlich auch nur mal kurz schauen, wie wir uns da ausgerüstet haben. Ich zeige dir hier nochmal kurz, dass wir jetzt hier aktuell natürlich in dem normalen Run noch nicht unser Flügelschuh-Equipment angezogen haben. Wir haben sozusagen noch nicht den ATB-Boost oder die Hast am Anfang aktiviert. Und hier einfach nur mal grob über den Bild drüber schauen. Du siehst, ich habe ziemlich viel mit eingepackt, aber so Sachen wie zum Beispiel das Materia Zeit oder so, das bringt dir ja alles nichts, weil du kannst eh keine Gegner einfrieren. Wichtig ist, nimm Erstschlag mit, nimm Sachen mit, dass Yuffie auf Geschwindigkeit gehen kann und so weiter. Und dann kannst du hier im Normalmodus antreten, auch wenn du vor allem noch nicht so viele Slots bei dir hast. Ja, und damit starten wir rein und das Vorgehen ist jetzt im Prinzip genau das gleiche. Erstmal ein paar Standardangriffe und danach natürlich den Wirbelsturm als Flächenangriff, um die Gegner hier relativ schnell auszuschalten. Auch hier machen wir nichts anderes. Wir reisen sozusagen von Spawn zu Spawn der Gegner und gehen immer wieder drauf, dass wir natürlich ja so viel Schaden wie möglich bei den Gegnern verursachen. Nochmal, die Herausforderung mit Yuffie, die wirst du relativ easy hinbekommen. Mach dir da keine Gedanken. Das ist wirklich nicht so schwer. Du siehst, ich hatte hier 4360 Punkte bei irgendeinem Lauf zuvor schon mal. Und jetzt hier für die Aufnahme hatte ich dann irgendwie auch so, ich glaube, um die 4400 Punkte. Das wirst du gleich sehen. Das Wichtige ist natürlich, hier immer wieder Wirbelsturm einzusetzen, sobald die ATB-Leisten geladen sind. Und du siehst jetzt hier, wir laden uns natürlich wirklich super schnell auf, auch wenn wir jetzt hier noch nicht irgendwie Hast dabei haben. Also über die Flügelschuhe quasi noch nicht die ATB-Leisten schneller geladen werden. Wir sind hier wirklich mit einem guten Standardbild unterwegs. Auch wenn natürlich jetzt hier viel Materia mit im Spiel ist. Aber das ist eigentlich gar nicht so extrem wichtig gewesen, weil das zwar deine Stats soweit ein bisschen verändert, aber du solltest halt hier wirklich schauen, dass du im Bereich von Magie halt ein bisschen was anrichtest und beziehungsweise nicht Magie, sondern einfach ja in der Geschwindigkeit, dass du Ausdauer hier zum Beispiel mit an den Tag bringst und so weiter. Und das Materia ist hier bei den Herausforderungen, zumindest so, was ich festgestellt habe, eher erstmal zweitrangig, weil wie gesagt, du kannst nicht so viel damit anfangen. Du kannst nicht irgendwie Magie wirken, du hast nichts, was du irgendwie mit Amplifikation ausrichten kannst, sodass du dich da irgendwie im Bereich der Angriffe pushst. Du kannst da jetzt nicht irgendwie auch Angriffe irgendwie spreaden, du kannst keine Magie wirken und von daher sind diese Standardangriffe über die Fertigkeiten, das ist das A und O, was du hier brauchst und da musst du natürlich schauen, dass du so gut und so schnell wie möglich da durchkommst. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn du hier auch wirklich dir die Angriffe auf die Schnellwahltasten gelegt hast. Hier 4460 Punkte im Normaldurchgang, das sollte definitiv reichen. Und damit können wir in den Missionsmodus übergehen. Und soweit bleibt natürlich jetzt unser Bild an sich gleich. Das Einzige, was wir jetzt natürlich machen, wir gehen jetzt hin und rufen uns natürlich in der Ausrüstung nochmal hier die Schuhe mit rein. Genau, und zwar hier die Flügelschuhe, so, damit wir natürlich Hast haben. Du siehst hier unten, da habe ich irgendwas noch von Materia jetzt sogar hier rausgenommen. Ist alles nicht so wild, spielt eigentlich eine eher untergeordnete Rolle.
Ich werde das Ganze jetzt hier an der Stelle bei dem Missionsmodus nicht nochmal verlangsamen, denn das Vorgehen bleibt komplett das gleiche. Hier werden wir jetzt auch wieder versuchen, natürlich so schnell wie möglich einen Flächeneffekt mit Yuffie zu erzielen. Du siehst jetzt hier, gehen wir einfach rein und haben direkt schon mal Wirbelsturm ausgelöst. Damit haben wir schon mal ein bisschen was bei den Gegnern angerichtet. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen was auf die Mütze bekommen, ist es nicht so wild. Als nächstes kannst du dann hier Multiplizierung mit reinnehmen. Bedeutet also, wir haben die zweite Yuffie mit im Game. Das macht natürlich nochmal ein bisschen mehr Schaden mit unserem Ninjutsu. Und somit können wir dann definitiv auch schneller die Gegner besiegen. Ja, ansonsten hier gerade bei diesen grünen Kaktoren vor allem natürlich schauen, dass du hier so viel wie möglich an physischen Schaden reindrückst. Und dann geht es auch schon weiter in die nächste Welle. Hier auch wieder einen Flächeneffekt. Das Gute ist natürlich bei dem Wirbelsturm, das zieht die Gegner immer extrem zusammen und damit hast du die wirklich schnell eliminiert. Das ist hier wirklich ein richtiger Kaktorenfriedhof an der Stelle. Ja, hier wieder die ATB-Leiste geladen, Wirbelsturm ausgelöst. Natürlich gibt das hier vollen Damage bei den Gegnern und damit bist du auch da relativ gut durch. Das ist jetzt komplett mit Yuffie immer das gleiche Spiel. Du machst jetzt nichts anderes mehr. Du schaust im Prinzip nur, dass natürlich die ATB-Leisten so schnell wie möglich geladen werden, sodass du natürlich wieder Wirbelsturm auslösen kannst. Musst nur schauen, wenn dann zum Beispiel die Multiplizierung manchmal aufgehört hat, dass du das natürlich wieder mit reinnimmst. Wenn wir jetzt zum Beispiel keine Hast mehr haben, ist das nicht ganz so schlimm. Das hat jetzt halt aufgehört, aber zumindest für den Anfang hat das Ganze gereicht. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn wir jetzt irgendwie übers Zeitmateria noch ein zweites Mal Hast hätten auslösen können, aber das funktioniert halt nicht. Das ist halt die Challenge bei der ganzen Nummer. Ja, hier gibt es jetzt den K.O.-Schlag und das war knapp. Da sind wir gerade noch so davon gekommen, haben noch Glück gehabt. Ja, und ansonsten jetzt hier auch wieder einfach rein in die Olga, rein in die Gegner und einfach hier alles wirken. Aus heiterem Himmel ist natürlich auch immer etwas, was sehr gut wirkt. Aus heiterem Himmel würde ich vor allem immer auf die großen Gegner, ja, Schluss schicken als Fertigkeit. Das bringt mit am meisten. Und ansonsten einfach auch da immer wieder schauen, dass du natürlich dann den, ja, Attacken natürlich erstmal aus dem Weg gehst und ansonsten einfach so viele Standardangriffe wie möglich. Was auch gut ist, wenn du einen Ninjutsu in den Gegner hineingejagt hast, dann steh einfach auf Distanz weiter da und spam die ganze Zeit Viereck. Das kann dir zusätzlich nämlich auch nochmal weiteren Schaden beim Gegner bringen und lädt natürlich auch nochmal die ATB-Leiste schneller. Jetzt hast du hier gesehen, Multiplizierung nehmen wir wieder mit rein, damit haben wir die doppelte Yuffie und gehen jetzt hier wieder voll in den Gegner und holen uns jetzt hier wieder einen Flächeneffekt und haben damit auch hier den Ansturm relativ schnell beiseite geschafft. Hier gibt es mal ein paar Zeitkaktoren, das ist natürlich immer nice, das bringt uns nochmal ein bisschen Guthaben auf unserem Zeitkonto, das können wir immer gut gebrauchen. Ja, und ansonsten, manche sind manchmal echt so weit weg und ja, die machen dann natürlich hier Elementarwechsel, aber das ist alles nicht so wild. Das unterscheidet sich nachher nur hier natürlich in den Angriffsmustern. Das ist später bei Eris natürlich ein bisschen wichtiger, aber ansonsten jetzt hier auch aus heiterem Himmel mal wieder draufgezimmert und ja, da bist du relativ gut, denke ich mal, dann durch. Das zieht sich hier vielleicht auch mal am Anfang ein bisschen. Du siehst, wir kriegen auch mal hier und da ein paar auf die Mütze, aber das ist an und für sich gar nicht so wild. Ja, hier den letzten, den nehmen wir auch noch mit. Es gibt die nächste Gruppe, die spawnt. Einfach rein. Wieder den Flächeneffekt, den Wirbelsturm. Jetzt liegt der große Dude da drüben. Wir haben leider keine geladene ATB-Leiste. Müssen natürlich erstmal schauen, dass wir es ein bisschen laden. Ist geladen aus heiterem Himmel. Wir gehen wieder auf den Magie-Kaktorius. Bedeutet hier auf den großen Dude. Und ja, haben damit natürlich auch so viel Schaden wie möglich bei ihm dann verursacht. Hier wieder aus heiterem Himmel. Nochmal auf ihn drauf. Hätte man vielleicht auch auf den Schnellwahltasten nochmal legen können an der Stelle. Falls du das nochmal ein bisschen optimieren möchtest als Bild, dann ist es auf jeden Fall ein Ansatz, den du da verfolgen kannst. Ja, und dann siehst du, hast du das relativ schnell hier auch hinter dich gebracht. Noch ein paar Gegner, die hier rumspringen. Wir haben knapp 4000 Punkte gleich. Aus heiterem Himmel schicken wir jetzt einfach mal auch auf einen kleineren von denen. Ist nicht so wild. Hat auf jeden Fall auch einen gewissen Flächeneffekt mit. Ja, und jetzt haben wir hier noch rund 1,5 Minuten, haben schon 4000 Punkte. Und unsere Taktik bleibt natürlich auch hier die gleiche. Einfach immer rein, immer mit Flächeneffekten voll reingehen. K.O.-Schlag, sehr gut, dass er den jetzt hier bringt. Wir können danach direkt hier aus heiterem Himmel bei ihm anwenden und haben damit natürlich auch schon mal ein bisschen was erzielt. Das Ganze können wir dann natürlich auch wiederholen, wenn wir dann eine ATB-Leiste geladen haben. Und im Endeffekt bleibt das immer das Gleiche. Du siehst, aus heiterem Himmel alles Mögliche da drauf. Was man jetzt hier hätte machen können,
Du hättest jetzt hier auch nochmal Multiplizierung mit reinnehmen können, damit du natürlich die zweite Yuffie wieder mit hast. Jetzt siehst du, habe ich hier relativ spät jetzt eigentlich gemacht. Hätte man auch schon früher machen können. So gibt es mit den Standardangriffen einfach schon mal ein bisschen mehr Damage. Das Ganze wollte ich hier scheinbar wiederholen. Hab das nochmal gemacht. Das war natürlich völliger Blödsinn. Du brauchst nicht zweimal in Folge Multiplizierung machen. Es kostet dich nur eine ATB-Leiste, aber dadurch hast du jetzt keine vier Yuffies hier im Match. Aber so kleine Fehler können natürlich dann auch schon mal im Eifer des Gefechts da entstehen, aber das ist nicht ganz so wild. Du wirst sehen, im Ergebnis reicht es ja trotzdem. Ja, und was hier jetzt abgeht, ist einfach der Wahnsinn. Was die da mit Bomben um sich werfen, ist echt nicht mehr normal. Auch hier jetzt wieder ein Streuschuss natürlich von denen und einfach schauen, dass du so schnell wie möglich die ATB-Leisten geladen bekommst, wie der Wirbelsturm spammen als Effekt, dass da natürlich so schnell wie möglich ein Flächeneffekt da ist. Und ja, das ist halt wirklich einfach the way to go, um hier ans Ziel zu kommen. Aber das mit Yuffie, denke ich mal, das wird dir keine großen Schwierigkeiten bereiten. Da wirst du relativ easy durchkommen. Immer wieder in die Gegner rein und dann siehst du, hat es auch schon gereicht. Wir haben noch 25 Sekunden übrig und 6180 Punkte erzielt. Feldforschung Nummer 4, da treten wir natürlich wieder mit Aris an. Und das ist auch somit das Schwierigste, was du hier ja im Prinzip hinter dich bringen musst. Wir schauen uns auch hier erstmal wieder für den Normalmodus natürlich so grob die Ausstattung an. Du siehst, es hat sich nicht viel geändert. Später für die Missionsherausforderung, sprich für den Hard-Mode, da holen wir uns natürlich wieder die Flügelschuhe, die wir jetzt am Anfang noch nicht haben. Aber hier zumindest nochmal grob übers Materia drüber geschaut. Automagie kann dir auf der höchsten Stufe nochmal plus 2% im Magiebereich bringen. Ansonsten natürlich Erstschlag, super wichtig. ATB-Boost, das brauchst du eigentlich nicht, weil das kannst du hier eh nicht verwenden. Ja, ansonsten kannst du natürlich hier auch schauen, dass du vielleicht da mal irgendwas mit reinnimmst, so ein, ja, von dem Esper, was dich dann in den einzelnen Werten nochmal ein bisschen pusht. Aber ich sage ja, Materia ist hier eher nebensächlich. Ansonsten auch hier auf die Schnellwahl oder Kurzbefehle, da legen wir uns wieder Macht der Unschuld und außerdem natürlich auch wieder den heiligen Fokus. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das sind so die beiden wichtigsten Attacken, die du mit reinnehmen solltest. Im Normalmodus wollen wir auf Profi jetzt 4000 Punkte erzielen. Das werden wir auch schaffen. Und hier ist es jetzt wichtig, sich am Anfang natürlich auch erstmal wieder einen Magiekreis herbeizuzaubern. Und hier holen wir uns jetzt einen Lichtmagiekreis oder Anti-Lichtmagiekreis, um natürlich hier erstmal die Gegner, soweit es geht, vom Feld zu fegen. Und hier machen wir jetzt noch gar nicht großartig irgendwas mit heiligem Fokus oder so. Das reicht wirklich aus, wenn du jetzt erstmal hier ja im Prinzip diese ganzen Flächeneffekte nimmst. Wir holen uns jetzt hier nochmal so einen Anti-Dunkelheitsmagiekreis rein, um natürlich hier auch wieder ein bisschen Flächeneffekte mit reinzubringen rund um unsere Attacken. Und so ist es erstmal wichtig, dass du jetzt immer ATB-Leisten natürlich so schnell wie möglich wieder auflädst, um dann natürlich jetzt auch gerade bei den großen Gegnern dich gleich behaupten zu können. Hier jetzt einfach mal Viereck gedrückt halten, um dann natürlich vielleicht auch Sturm auf den Gegner zu wirken. Du siehst, ich halte es jetzt hier gedrückt, lass den Sturm auf den Gegner los und so kannst du dann als nächstes auch Macht der Unschuld in ihn hineinzimmern und hast damit den auch relativ easy jetzt gleich down. Ansonsten kannst du natürlich hier auch schon mal Fokus mit aktivieren, also den heiligen Fokus. Das schadet nicht. Solchen Attacken sollten wir natürlich am besten aus dem Weg gehen. Aber du siehst jetzt gleich, obwohl ich jetzt den heiligen Fokus nicht wirklich viel reingenommen habe, hat das auf jeden Fall ganz gut gereicht. Und ich empfehle dir auf jeden Fall, warte jetzt hier vor allem in der Feldforschungsherausforderung um den Normalmodus mit Aris bei den Kaktorkrawallen oder auch in der späteren Missionsherausforderung nicht darauf, dass die Gegner zu dir kommen, sondern geh eher in die Gegner rein. Denn das ist auf jeden Fall etwas, was dir sehr viel Zeit, ja, und Kraft ersparen kann. Denn das ist wirklich teilweise echt eine Kraftanstrengung, hier durchzukommen. Ja, und ansonsten einfach wieder in die Gegner rein. Du siehst jetzt hier, außerhalb von den Magiekreisen kannst du natürlich jetzt auch hier, gerade bei den grünen Kaktoren, immer wieder ganz normale physische Attacken bei ihnen landen. Das macht sehr viel Schaden. Auch jetzt hier einfach mal ohne, ja, Dunkelheits- oder Helligkeitsmagiekreis einfach rein in die Gegner, einfach mal so einen kleinen Flächeneffekt auf die gezimmert. Dann jetzt hier nochmal Sturm, bedeutet Viereck gedrückt halten, das Ganze zweimal hintereinander. Du siehst, das ist wirklich super effektiv. Wir haben jetzt hier gar nicht irgendwie, ja, den heiligen Fokus mit drin.
Und das reicht. Da musst du dir gar nicht so viele Gedanken machen. Hier hinten holen wir uns natürlich wieder ein bisschen Zeit. Das bringt auf jeden Fall was. Dann hier vor wieder in die Gegner rein. Wieder Macht der Unschuld auslösen. Unseren ja, super Flächeneffekt. Und dann einfach hier weiter ab auf die Gegner. Und ansonsten, wie gesagt, auch einfach mal jetzt zum Beispiel hier, wenn er sich so ein Schild geholt hat, dann geh aus diesen heiligen Magiekreisen heraus, halt Viereck gedrückt. Und damit gibt es nämlich eine physische Attacke, bei der sich Eris wieder auf die Gegner beamt. Und das ist wichtig. Wenn die ein Schild haben, beam dich zum Gegner außerhalb des Magiekreises und dann wirst du das ganz easy hinbekommen. Dann kannst du das Schild auflösen und kannst dir die entsprechenden Punkte holen. Jetzt hier sind wir im Missionsmodus angekommen und hier haben wir jetzt erstmal einen riesen, goldenen, leuchtenden Kaktor vor uns. Hier holen wir uns erstmal einen Anti-Helligkeits- bzw. Anti-Dunkelheits-Magiekreis, denn er hat jetzt den Elementarwechsel. Dann lösen wir einfach mal Sturm auf ihn aus und wir haben jetzt natürlich hier auch schon durch die Hast fast zwei geladene ATB-Leisten, holen uns jetzt hier nochmal den Heiligen Fokus und du siehst, obwohl er den K.O.-Schlag gemacht hat, konnten wir jetzt quasi mit dem Heiligen Fokus uns gegen diese Attacke zur Wehr setzen, weil wir in der Animation waren. Und das kann dir auf jeden Fall helfen. Das musst du immer so ein bisschen mit dem Hinterkopf behalten. Du hast jetzt gesehen, wir haben mit Sturm ihn relativ schnell down bekommen und hier jetzt auch einfach wieder mal einen Flächeneffekt rein in die Gegner. Jetzt hier wieder zu den Gegnern hinspringen, auch den nächsten Flächeneffekt. Auch jetzt hier wieder unseren Unschuldsangriff im Prinzip auf die Gegner gewirkt. Hier aufpassen, die kleinen explodierenden Kugeln natürlich auch wieder an der Stelle. Und auch hier einfach vielleicht erstmal gar keinen großartigen, ja, Anti-Helligkeits- oder Anti-Dunkelheits-Magiekreis herbeizaubern, sondern einfach mal Macht der Unschuld voll in die Gegner hinein. Und wenn dann so einer am Ende übrig bleibt, dann kannst du dich darum kümmern, den vielleicht auch noch durch so einen Magiekreis zu bearbeiten. Der hat jetzt hier wieder ein Schild. Schnell aus dem Magiekreis raus, dann Viereck gedrückt halten, dann warpt sich oder beamt sich Eris sozusagen zum Gegner hin. Es gibt einen kleinen physischen Angriff gegenüber dem Gegner und dadurch ist der Schild verschwunden und anschließend kannst du dann beispielsweise Viereck gedrückt halten und kannst eine Sturmattacke auf die Gegner zimmern. Das hilft auf jeden Fall. Also da musst du auf jeden Fall die Angriffsmuster von den Gegnern bzw. auch die Angriffsmöglichkeiten von Eris, die musst du da wirklich schon gut kennen, um hier so schnell wie möglich durchzukommen. Heiliger Fokus auf Stufe 2 auf den Gegner. Er ist direkt aus dem Match rausgenommen. Wir hüpfen in die nächste Runde hinein, können natürlich auch hier erstmal wieder so ein paar physische Attacken zum Beispiel machen, indem wir Viereck gedrückt halten, ohne dass wir irgendeinen Magiekreis herbeigezaubert haben. Holen uns hier jetzt einfach mal den Heiligen Fokus noch mit rein, denn es wird auf jeden Fall jetzt gleich noch ein paar weitere Angriffe natürlich geben. Und einfach natürlich so viel Schaden wie möglich dann auch hier wieder anrichten. Da kommt schon die nächste Welle. Wir hüpfen zu denen hin, holen uns jetzt hier einfach Macht der Unschuld, ohne irgendwie vorher einen Magiekreis herbeigezaubert zu haben. Und das macht auf jeden Fall die Taktik jetzt hier in dieser letzten Runde aus. In die Gegner reinhüpfen, die wirklich die Konfrontation suchen. Auch wenn Eris natürlich wirklich nicht die mobilste ist, aber so hast du einfach relativ schnell viele, viele Gegner auch down. Du siehst, es sind jetzt natürlich ein paar übrig und die können uns auch ordentlich auf den Zünder gehen. Vor allem, wenn natürlich hier die ganze Zeit wieder Bomben geschmissen werden. Aber ja, das ist im Prinzip unsere Möglichkeit, wie wir das Ganze hinbekommen. Jetzt sind wir hier relativ lange natürlich wieder am Boden. Das ist super nervig an der Stelle. Wirklich, wenn Eris sich da manchmal Ewigkeiten nicht richtig aufraffen kann. Aber einfach versuchen, hier wirklich Geduld mitzubringen. Die Zeit ist jetzt aktuell noch auf unserer Seite, das wirst du auch gleich sehen. Und hier einfach versuchen, so gut es geht, durchzuhalten. Auch wenn es manchmal ein bisschen mühselig ist und man das Gefühl hat, Mensch, das gibt's doch gar nicht, die gehen ja nie down. Dann mach einfach zum Beispiel nochmal Macht der Unschuld, wirkt da einfach nochmal einen Flächeneffekt. Hat jetzt hier in dem Fall nicht viel gebracht, aber manchmal macht es einfach auch ein bisschen Luft, wenn man dann einfach auf dem Weg ja ein bisschen die Gegner dann nochmal malträtieren kann, beziehungsweise ja einfach mal irgendwas noch gemacht hat. Hier jetzt nochmal Sturm auf den Gegner gewirkt. Du hast gesehen, wir haben Viereck gedrückt gehalten. Hier hat er sich jetzt wieder ja, einen kleinen Schild geholt. Das bedeutet, Viereck gedrückt halten außerhalb des Magiekreises. Dadurch warpt sich oder beamt sich Eris wieder hin. Und wir haben dadurch die Möglichkeit, relativ schnell hier den Gegner sein Schild ja, madig zu machen. Und dadurch kann er dann auch wieder ganz normal von uns gekillt werden. Hier hatten wir jetzt Glück, die nächste Reihe oder der nächste Ansturm ist relativ gut in uns gespawnt. Wir konnten einfach direkt Macht der Unschuld wirken und haben damit relativ easy dann auch schon mal die nächste Welle fast schon gekillt.
Hier, jetzt holen wir uns mal den heiligen Fokus, damit wir auch gleich natürlich ein paar Gegner relativ schnell wieder beseitigen können oder einen Gegner. Und da habe ich natürlich vor allem den großen Dude hier, der jetzt schon wieder das Gigabeben hier gegen uns schleudert. Mensch, 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 es ist wirklich manchmal mühselig. Und diese Herausforderung, die muss man schon echt sagen, also da haben sie sich echt schon was einfallen lassen hier in dem Spiel, um einem da maximal auf den Zünder zu gehen. Und das wird wahrscheinlich auch nicht direkt das erste oder zweite Mal klappen. Du musst da ein bisschen Geduld mitbringen, aber bleib einfach dran, du wirst das irgendwann hinbekommen. Hier jetzt nochmal Sturm auf den Gegner, du hast gesehen, das hat gegen den großen Kaktor gereicht, auch den kleinen hier jetzt nochmal mit Sturm. Und das ist immer so etwas, was du im Hinterkopf behalten solltest. Halt Viereck einfach mal auch eine längere Zeit gedrückt und so wirst du dann relativ gut natürlich auch ja so ein paar größere Gegner dann schnell down bekommen. Hier wieder ein Flächeneffekt. Auch hier hast du gesehen, relativ schnell haben wir die Gegner jetzt hier beseitigt und hier hauen wir jetzt schnell ab, sodass wir keinen Schaden bekommen. Und jetzt haben wir hier Heiliger Fokus auf Stufe 2. Das bedeutet, hier jagen wir erstmal einen Sturm in den Gegner rein. Das siehst du jetzt hier gleich, das wirkt jetzt hier gleich auf den Gegner. Da ist es losgetreten und dann schicken wir hier natürlich auch noch den Heiligen Fokus rein. Und jetzt siehst du schon, unser Ziel kommt immer näher. Wir haben noch rund eine Minute, haben jetzt fast schon die 6000 Punkte erreicht. Dadurch, dass wir jetzt hier nochmal Macht der Unschuld im nächsten Ansturm gewirkt haben. Jetzt hier können wir auch nochmal uns zum Gegner zum Beispiel hinbeamen oder holen uns jetzt hier einfach nochmal einen zusätzlichen Magiekreis mit rein. Immer aufpassen, hier wird wieder mit Bomben um sich geworfen. Muss man echt manchmal wahnsinnig Geduld mitbringen. Und einfach versuchen auch so gut es geht in Bewegung zu bleiben, sodass dich die Kaktoren da gar nicht angreifen. Der hat jetzt wieder ein Schild, bedeutet wieder raus aus dem Magiekreis, Viereck gedrückt halten, wir werden hingebeamt. Hat jetzt nicht ganz geklappt, dass wir direkt zu ihm kamen, werden wir aber gleich noch machen. Wirst du sehen, jetzt gehen wir hier auf ihn drauf, ein ganz normaler physischer Angriff und zack, das funktioniert auf jeden Fall auf diesem Weg sehr, sehr gut. Da musst du nicht irgendwie großartig irgendwelche super krassen Attacken verschwenden. Du siehst jetzt hier, von unseren Punkten her reicht es eigentlich schon, aber wenn die natürlich jetzt hier nochmal ein paar Aktionen gegen uns bringen und uns nochmal mit ein paar Bomben abwerfen, dann kann das auf jeden Fall auch nicht reichen. Reicht jetzt hier an der Stelle, so viel spoilere ich schon mal. Und dann solltest du mit den Punkten und mit der Taktik, die ich dir jetzt genannt habe, das hoffentlich auch relativ easy hinbekommen. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, bleib dran, bleib hart und dann wirst du das schaffen und dann hoffe ich einfach, dass du bei einem weiteren Guide hier auf dem Kanal wieder mit am Start bist. In diesem Sinne, hau rein und mach's gut.